Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über das Rollen und Starten mit dem Hind. Ja, heute zeige ich euch die verschiedenen Möglichkeiten, mit dem Hind in die Luft zu kommen. Im Grunde genommen sind das zwei Stück, und zwar einmal der Hover-Start, wo wir aus dem Hover raus in einen Start reingehen, und dann der richtige Rolling-Take-Off, den man dann nimmt, wenn man richtig schwer beladen ist, wo man eigentlich kaum in den normalen Hover reinkommt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kann das sein, dass man gar nicht hovern kann? Man kann aber normal fliegen, wenn man dann einen normalen Takeoff ranmacht. Das hat damit zu tun, dass es den Translational Lift gibt. Und auch dafür gehe ich mal wieder in die Außenansicht, weil ich einen kleinen Theorie-Exkurs mit euch machen möchte. Und zwar, wenn ihr jetzt mal hier von der Seite auf den Hind drauf schaut, dann seht ihr ja natürlich, dass, wie im letzten Tutorial erklärt, die Hauptrotorscheibe so nach vorne geneigt ist, weil das ist so diese Position, die wir im Reiseflug einnehmen mit dem Hind. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn wir uns natürlich nach vorne durch die Luft bewegen, wird der Wind, also der Fahrtwind, ja auch durch den Rotor, den wir hier gerade haben, durchgedrückt. Das heißt, der erzeugt zusätzlichen Auftrieb, den der Rotor ja nicht mehr alleine durch die Luft schrauben muss, sondern der wird zusätzlich durch den Rotor durchgeleitet. Dadurch erzeugen wir gerade im Translational, das heißt, wir bewegen uns nach vorne, zur Seite oder wie auch immer, bewegen wir uns durch die Luft und erzeugen so zusätzlich Auftrieb. Wir helfen also dem Rotor. So kann es dann eben sein, dass wir dann bei einem Rolling Takeoff mehr Auftrieb zur Verfügung haben und eben dadurch dann abheben können, obwohl der Hover eigentlich schon fast nicht möglich ist. Und das ist eben auch ein Konzept, das ich dann bei dem normalen Hoverstart eben gleich zeigen werde, dass wir werden abheben auf eine gewisse Höhe von ja, 3-4 Metern. Dort werde ich den normalen Hover machen und dann halte ich das Kollektiv eben in der Position und ich mache nichts weiter, als den Hubschrauber nach vorne zu drücken. Und dann müssten wir ja eigentlich, um zu steigen, und Kollektiv ziehen. Werde ich aber nicht machen. Ich werde das Kollektiv ganz in Ruhe lassen. Das könnt ihr dann oben über die Einstellung sehen, dass ich da nicht dran fasse. Und wenn wir uns dann im Geradeausflug bewegen und je schneller wir werden, werden wir merken, dass wir auf einmal anfangen zu steigen. Und das ist dieser Translational Lift, der dann eben zum Steigen dazu oder bei dem Fahrtwind dazukommt. Und das zeige ich euch dann eben direkt an dem Beispiel vom Hoverstart. Ja, dann will ich das auch mal hier machen und wir sind hier auf dem kleinen Flugplatz in der Nähe von Damaskus, der eigentlich genau nur für Hubschrauber da zur Verfügung ist. Wir haben diese kurze Landebahn, die aber genau wirklich für die Hubschrauber geeignet ist. Wir brauchen ja nur eine kurze Rollstrecke und auch wenn wir mit denen aufsetzen wollen, auch nur eine kleine Strecke. Ja, und ich habe mich hier so ans Ende hingesetzt, damit ich euch hier auf dem kurzen Stück auch das Rollen zeigen kann. So, dann mache ich die Pause mal wieder aus. Das eigentliche Rollen passiert bei der Hind insofern, dass ihr natürlich mal einfach die Bremse löst und dann seht ihr ja schon, was passiert, genau wie beim Hover-Tutorial. Ich löse die Bremse und wir bewegen uns schon in irgendeine Richtung. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist schauen, wie haben wir denn jetzt hier die Dämper an, weil ihr dürft auf keinen Fall den linken Dämper dafür anhaben. Dieser linke Dämpfer versucht immer den gegenwärtigen Kurs einzuhalten. Das heißt, wenn ihr jetzt rollt, kämpft ihr die ganze Zeit gegen den Dämpfer hier im Hintergrund an. Und das wollt ihr natürlich nicht, weil dann sieht das Rollen auch nicht nur nicht schön aus, sondern es funktioniert einfach auch nicht. Ihr schwenkt da hin und her, kämpft mit dem Heckrotor. Deswegen lasst den linken Dämpfer hier aus und schön könnt ihr in Ruhe rollen. Ansonsten ist das Einzige, was wir machen, wir kontrollieren die Geschwindigkeit, mit der wir rollen, mit dem Stick nach vorne oder hinten. Habt ihr gesehen, dass auch zum Losrollen eigentlich kaum was erforderlich ist. Sollte das trotzdem nicht passieren, dass ihr losrollt, könnt ihr ein bisschen Kollektiv geben. Sag ich mal so hier bis so 3 oder 5, je nachdem. Dann seht ihr ja schon, dass sich der auch schon bewegt, selbst mit angezogenen Bremsen. Er sollte also richtig schwer beladen sein. Einfach ein bisschen Kollektiv bis 3 oder 5, bis sich das dann doch bewegt. Ja, genauso abbremsen. Die schnelle Methode natürlich einfach über die Bremse. Aber ihr wollt natürlich die Bremsen auch nicht zu sehr belasten, dann der Luftdruck, der weggeht. Deswegen könnt ihr, wenn ihr auf gerader Strecke unterwegs seid und merkt, ihr werdet langsam zu schnell, könnt ihr auch ein bisschen den Zyklik nach hinten nehmen, um eben das zu verlangsamen. Genau, dann zeige ich das jetzt mal. Wir rollen mal los. Ich löse die Bremse. Ja, bewegt sich noch nicht ganz. Ich schiebe ein bisschen den Kollektiv nach vorne und nehme den aber auch wieder zurück in die Neutralposition. So, jetzt müssen wir hier um die Kurve. Enge Kurve natürlich immer schön langsam. Deswegen lieber noch einmal bremsen.
Ruder in die Richtung, in der wir rollen wollen. Einmal kurz antitschen, dann wieder in die Neutralposition, genau wie beim Zyklik. Ja, ein bisschen links geben, bis er gerade rollt, neutral. Doch wieder ein bisschen abbremsen. Roll jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Ihr seht, ihr könnt das schön steuern mit dem, mit den Rudern unten. Könnt ihr ja hier sehen. Auch hier bei so scharfen Kurven immer schön langsam, weil er sonst kippelt. Genau wie die F-16, da müsst ihr ein bisschen sehr vorsichtig sein. So, und auch hier gehen wir dann nochmal komplett rum. Ich ziehe mal den Kollektiv ein bisschen nach hinten, weil ich immer zu schnell werde. Und ihr seht, so könnt ihr das schön machen. Jetzt werde ich auch nicht mehr zu schnell, weil ich das, den Zyklik nach hinten ziehe. Entschuldigung, nicht das Kollektiv, wie ich gerade gesagt habe. So, dann bringen wir uns mal in die Position für einen guten Hoverstart. Hier genau auf die Markierung. So. Richte mich jetzt aus. Ich mache einmal nochmal die Handbremse an und mache jetzt hier die, die Steuermarkierung hier oben hier rein, die auch schon mal aus dem anderen Tutorial gesehen habt, und ja, bringe den Hubschrauber erstmal in einen Hover, aber noch im Ground-Effekt, weil ich den natürlich nutzen möchte, da ich dann ja weniger Torque auf dem Triebwerk drauf habe. Auch hier wieder wie aus dem Hover betrachtet, alles erst leicht auf den Rädern. So, dann bringen wir uns hier in einen stabilen Hover. Und jetzt achtet mal oben links. Hier, das ist ja die Anzeige, wie ich mein Kollektiv gerade gezogen hatte. Und ihr seht, ich habe das jetzt ungefähr auf der Mitte. Und achtet drauf, ich werde es auf der Mitte auch nicht rausbewegen. So, und wir werden dann jetzt einfach mal die Nase nach vorne drücken. Wir werden natürlich dann, wenn wir die Nase nach vorne drücken, haben wir natürlich weniger Auftrieb erstmal, weil der Hauptrotor nicht mehr direkt nach unten bläst. Das heißt, wir werden im ersten Moment sinken, aber ihr werdet sehen, spätestens drei Viertel der Bahn fängt dieser Translational Lift an zu wirken und wir fangen auf einmal an zu steigen, obwohl ich das Kollektiv nicht anrühre. Auch jetzt seht ihr ja, Kollektiv fasse ich nicht an, wir hüpfen die ganze Zeit nur auf unserem Bett von der von dem Ground-Effekt rum. Ja, dann drücke ich mal leicht nach vorne, damit wir Fahrt aufnehmen. Und wie ich ja schon gesagt hatte, wir werden jetzt ein bisschen sinken. Wir werden wahrscheinlich auch mit dem Vorderrad einmal Kontakt bekommen zur Bahn. Genau, da haben wir jetzt Kontakt. So, und ihr seht, wie Magie, ohne dass ich das Kollektiv groß angerührt habe, haben wir unsere Vorwärtsenergie dann eben durch den Translation der Lift in, ja, in Auftrieb verwandelt. So, und auch hier können wir jetzt, weil wir jetzt im Translation Lift drin sind, es unterstützt unseren Hauptrotor, können wir natürlich auch ein bisschen mehr Kollektiv geben, um ein bisschen mehr zu beschleunigen, Fahrwerk einfahren. Also ab 100 könnt ihr das machen, wenn ihr nicht mehr in der Landung seid. Deswegen, ihr könnt so ruhig ganz ohne Stress starten, habt ihr ja gesehen. Vielleicht wäre es auch noch, dass ihr ein bisschen mehr Kollektiv gegeben hättet, weil wir haben die Bahn ja schon gut weit ausgenutzt. Aber ihr seht, ihr müsst da gar nicht groß ziehen und wir hatten noch sehr viel Reserven, weil das Kollektiv eben nur bis zur Hälfte gezogen ist. Wir waren ja hier bei dem Torque auch gar nicht in den roten Bereich oder bis an die Grenze rangegangen. Das könnt ihr natürlich ein bisschen variieren. Ihr könnt auch, wenn ihr nach vorne fliegt, ein klein bisschen Kollektiv geben, dass ihr nicht aufsetzt, wenn ihr habt ja nicht überall eine Bahn. Und deswegen will ich das noch einmal zeigen, wie wir von dem Stand wirklich rausgehen, wenn wir jetzt keine Bahn zur Verfügung haben. Dann switche ich mich noch einmal zum Start. So, das gleiche zeige ich euch jetzt mal von dieser Position nochmal. Wenn ihr jetzt keine Bahn zum Beispiel zur Verfügung hättet, dann geht ihr natürlich auch erst in einen Hover. Mit den Hover-Checks und so weiter alles durch. Geht durchaus mal ein bisschen höher noch in die Luft, dass ihr so gerade am Rand des, des Ground-Effekt seid. Ne, schaut mal, dass ihr dann auch nicht mehr sinkt, sondern dass ihr stabil im Hover seid.
über den Hindernissen wahrscheinlich schon hinweg. Das heißt, wenn jetzt hier vorne Bäume stehen würden oder irgendwas Größeres, möchtet ihr jetzt schon da drüber sein. Und in dem Fall auch hier wieder ein klein wenig nach vorne. Ihr müsst das nicht zu harsch machen. Und eventuelles Sinken mit dem Kollektiv ausgleichen. Und auch hier dann alles erstmal halten und warten, was der Hubschrauber macht. Er nimmt die Fahrt auf. Transnational Lift kommt jetzt so langsam rein, obwohl ich nichts betätige. Und wir fangen an zu steigen. Und auch hier wieder so ab 100 könnt ihr das Fahrwerk dann ruhig reinfahren. Weil ihr wahrscheinlich nicht mehr auf dem Boden auftätschen werdet jetzt, deswegen immer rein damit. Ansonsten hilft es, wenn es noch draußen sein sollte, dann und ihr fliegt über den Boden und keine anderen Hindernisse, kann es natürlich mal sein, dass das Fahrwerk kurz in Kontakt kriegt und das ist dann ja auch nicht schlimm, wenn es noch draußen ist. Deswegen lasst das immer ruhig mal ein bisschen länger draußen als geplant. So, und jetzt zeige ich euch noch einmal den Rolling Takeoff, wenn ihr die Hind richtig voll beladen habt, wenn nicht sogar überbeladen, weil das kann ja auch sein, wenn ihr die ganzen Waffen dran habt und dann voll tankt, dann seid ihr gerne mal 2000 Pfund drüber, also rund eine Tonne. Das zeige ich dann jetzt mal bei einem richtigen Flugplatz, weil hier reicht die kleine Landebahn nicht aus. So, dann habe ich uns ein paar Kilometer weiter in Damaskus mal am Ende der Bahn platziert. Und wir haben genug Platz zur Verfügung, diesen doch sehr schweren Hind in die Luft zu bringen. Ihr seht, mit den ganzen ungelenkten Raketen und auch den viergelenkten Raketen ist das Ding hier richtig gut beladen. Und der Sprit, oh, falsche Position, der Sprit ist auch am Anschlag hier unten. Da könnt ihr sehen, das wird jetzt ordentlich lustig. So, was wir jetzt machen ist, wir rollen erstmal ganz normal. Wie auch vorher auch. Wir bringen den erst ein bisschen in Schwung. Und dann erhöhen wir den, den Torque so, dass wir zwar nicht abheben, aber schon ziemlich am Limit sind. Das heißt, hier wird das wahrscheinlich so im Bereich von 9 bis 10 liegen, wo ich den Torque hinbringen werde. Den Anstellwinkel, hat ja nichts mit dem Torque zu tun. Den Anstellwinkel bringe ich bis 9 bis 10. Und dann rolle ich eben und drücke weiter die Nase nach vorne, dass wir mehr Geschwindigkeit kriegen. Und irgendwann dürfen wir dann auch damit abheben. Und kann sogar sein, dass wir diese Position einnehmen, die die Hubschrauber im Afghanischen Krieg immer eingenommen hatten, dass sie vorne auf dem Bugrad noch gerollt sind, während die Haupträder hinten schon in der Luft waren. So, und was ich jetzt mache ist, ich werde dann ein klein wenig hier den Anstellwinkel erhöhen der Blätter. Ich gehe mal auch so ein bisschen näher ran. Den Anstellwinkel der Blätter erhöhen. Zwar noch nicht so, dass wir hier im Hava abheben, weil das doch zu viel Torque auf die Triebwerke bringen würde, aber so knapp nah dran, das heißt hier so im Bereich, so ja, so 11 werden wir bestimmt sein zum Schluss. Ich werde erstmal so ein bisschen bis 9 erhöhen, schauen, wie der Hubschrauber sich verhält, wieder in dieses Light on Wheels kommen und dann drücke ich halt zyklisch nach vorne, dass wir Fahrt sammeln, ist auf so 100, 150 haben. Dann lasse ich mal ein bisschen los, weil ich nicht schneller werden möchte, schau mal, ob der Hubschrauber schon abhebt. Falls das nicht tut, gebe ich noch ein klein bisschen Kollektiv mehr. Weil wir ihn dann natürlich schon durch diese Vorwärtsfahrt bei 100 bis 150 haben wir schon genug unterstützenden Lift. Aber falls das nicht ausreichen sollte, müssen wir noch ein klein bisschen was dazugeben. Das ist immer so ein bisschen hin und her gewackelt. Da gibt es keinen richtigen Anhaltspunkt oder Anhaltswert, den man dort einnehmen könnte. So, hier auch wieder. Wir machen erstmal ein bisschen dieses Leichte auf den Rädern. Schauen, wie der Hubschrauber sich verhält. Okay, wir sind stabil, dann machen wir mal Zeitklick nach vorne. Wenn wir jetzt Fahrt aufnehmen wollen, kann ruhig noch ein bisschen mehr Torque, ich hatte gesagt so bis 9 bis 10, 9 bis 11. So, jetzt sind wir so bei 150, nehme ich mal ein bisschen zurück, ich möchte nicht schneller werden, heben wir ab. Nein, wir rollen jetzt wahrscheinlich, schaue ich mal. Oh ja, wir sind ja sogar schon fast abgehoben, jetzt genau in dem Moment. Aber ihr wisst, einen kurzen Moment bis vor ein paar Metern wären wir wahrscheinlich nur mit dem Hauptrad vorne oder mit dem Bugrad unterwegs gewesen. So, dann lasse ich das mal ein bisschen los. War jetzt so ein klein bisschen gezogen, geschummelt. Aber ihr seht, das hat gereicht, damit wir dann, nachdem ich das Zyklik in die Mitte genommen habe, hat es dann ausgereicht, dass der Transnational Lift uns in die Höhe bringt. Ihr seht ja auch, ich habe die ganze Zeit wieder am Kollektiv nichts gemacht nach dem Abheben und wir befinden uns jetzt über 150, ja, in einem ganz geschmeidigen Steigflug, nicht so stark, nicht so heftig. Ja, Fahrwerk rein
Und ihr seht, das ist jetzt eigentlich so, wie man steigen möchte mit dem Hyde. Ja, dann gilt jetzt wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert mich auch bitte, falls ihr noch nicht getan habt. Und auch, falls ihr Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas habt, immer rein damit in die Kommentare. Freut mich, wenn ich was von euch zu lesen bekomme. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial. Ciao.